Ja, servus, grüßt euch. Heute bin ich mal wieder hier, nach langer, langer Zeit mal wieder im Video und ich dachte, ich mache mal wieder eins über den Bernie. Und zwar mit dem neuesten Zeug, was angeblich gehen soll, dem Kaviar. Es läuft so, wie es immer läuft. Ich sag euch, dass ich da jetzt angeln werde und danach werde ich eine Stunde angeln und euch zeigen, mit was ich angelt habe. Und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, und da sind wir auch schon. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal, wo wir stehen. Von der Karte aus gesehen, direkt gleich am Anfang, richtig schön, auf dem Steg hier bei der 6494 mit einem 35 Meter Clip, werfen ungefähr in diese Richtung. Ihr könnt jetzt aber auch gerne ein bisschen variieren. Ich habe jetzt auch extra meine Routen ein bisschen weiter auseinandergestellt, um mehr Fläche abzudecken. Und angeln hier habe ich aufgemacht, statt so mit der klassischen Haarmontage und zwar mit der Kombination zweimal sinkende Bodies. War rein nur mit Kaviar, außer der Basis halt. Beides auf 26 und der Dip ist halt auch Kaviar. Und bei unserer Futtermischung haben wir Maismehl, schwarzer Kaviar, Feed Pellets 15, 12, 8 und 5. Als Aroma auch schwarzer Kaviar. Dadurch, dass wir hier mit großen Bodies arbeiten, muss ich auch gleich mit dazu sagen, ich denke nicht, dass es so eine hohe Frequenz wird. Aber ich denke mal, dass dadurch vielleicht mal mehr oder weniger ein paar große, gute Fische kommen. Ja. So, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Und wir sehen uns ungefähr in einer Stunde wieder. Dann gucken wir mal, was wir dabei rausgekriegt. So, da ist er wieder. Und ich spiele mir schon wieder zum Anfang an der Haare rum. Ich hoffe da herrlich. So, also, was haben wir jetzt gefangen? Es ist vielleicht nicht viel. Man sieht es ja leider im Kescher. Ein Fisch ist sogar noch abgezogen. Es sind leider nur Zähne. Aber. Tada! Eine schöne Supertrophy dabei. Also, wenn was kommt, dann kommt meistens was Schönes. Eigentlich so alles so Ü 5-Kilo-Bereich. Die eine oder andere Barbe hat sich jetzt auch noch hier rein verirrt. Natürlich frühe Morgenstunde oder späte Abendstunde. Zur Dämmerung halt jeweils immer. Aber. Der muss ich sagen, der hat sich schon recht gut gemacht, der kleine Wicht hier. Hat auch gut gedrillt, also konnte man gut drillen. Ging. Also, halt mal fest, der Spot, er ist aktiv. Aber wer jetzt wirklich hier auf Teufel komm raus, auf schnell fischen und so und Masse, 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 ist es der falsche Spot. Also hier ist wirklich so, sagt man, Qualität statt Quantität. Von daher, könnt aber angeln, müsst ihr aber nicht. Wollt ihr Trophys haben und eher so AFK angeln, ist der Spot echt ideal. Aber wenn er halt auf Masse so ein bisschen mehr Action haben wollt, würde es sein lassen. Was man vielleicht noch ausprobieren könnte, wäre eine Sache. Und zwar, ihr seht ja, es ist alles mit dem gleichen. Ich fange mit den Kaviar 26 und den Basis Weiß 26. Vielleicht da noch ein bisschen rumexperimentieren. Und wenn ihr wollt, natürlich mir die Ergebnisse dann unter dem Video schreiben als Kommentar. Würde ich mich megamäßig drüber freuen. Auch was ihr so gefangen habt, wenn ihr Bock habt, einfach mal ein bisschen reinhauen in den Tasten. Ne? Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, macht einen Daumen nach oben. Wenn nein, macht ruhig einen Daumen nach unten. Ist kein Problem, aber schreibt bitte mit dazu, was ich denn besser machen kann. So, dann wünsche ich euch weiterhin Petri Heil. Viel Spaß mit dem Spot, ne? Und einen schönen Tag noch. Hinhauen.